Ich sage guten Morgen und ich freue mich sehr, einige zu sehen, die ich kenne und einige, die ich von gestern Abend kenne. Hinter dieser Maske erkenne ich sogar einige Leute und ich freue mich sehr, heute Morgen da zu sein. Es wird heute Morgen auch immer wieder um Verletzungen gehen und deshalb möchte ich auch nochmal beten. Herr Jesus, du hast deinen Jüngern, als sie am Abend so zusammensaßen mit dir in der Runde, da hast du schon gewusst, was alles auf dich zukommt. Und so hast du auch gewusst, schon bevor wir da waren, weil du uns ja gemacht hast, was alles auf uns zukommen würde. Und dass es oft zu schwer sein würde für uns. Und da hast du deinen Jüngern etwas Wunderbares gesagt und darauf berufen wir uns heute. Du hast gesagt, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist. Und darum bitte ich dich heute, Jesus, sende deinen Tröster, dass er Wunden heilt, dass er Bitterkeit auflöst, dass Hoffnung neu wachsen darf. Denn du bist derselbe. Halleluja. Amen. Als ich heute Morgen so dieser Musik folgte, da habe ich gedacht, ich bin zu alt für diese Musik und für diese Klopf-Klopf. Aber ich habe gedacht, wenn sie dort ankommt, wo sie ankommen will, war es einfach wundervoll. Ich habe mich einfach auf den Text konzentriert. Und in diesem Text habe ich neu, während wir so beisammen saßen, gedacht, wir stehen jetzt am Thron Gottes. Und mit diesem Tam-Tam habe ich gedacht, wir gehen immer näher auf diesen König zu. Und wir stehen vor ihm und er sagt, willkommen, schön, dass du da bist. Ich will dir heute was Gutes sagen. Ich will dir heute neu sagen, dass ich dich in meine Hände gezeichnet habe. Und was heute auch in der Losung steht, dass er unsere Tränen sammelt. Der David war sich ganz sicher, als er den Psalm 56 schrieb. Er sagt, sammle meine Tränen in deinen Krug. Und heute Morgen wollen wir auch Tränen sammeln lassen. Wir wollen sie einem übergeben, der nicht sagt, hör endlich auf zu heulen, du hast zu lang darüber geheult. Man nimmt an, dass Männer mehr Magengeschwüre bekommen. Und jemand hat mal die These vertreten, sie schlucken diese giftige Tränenflüssigkeit. Und wir Frauen weinen sie hinaus. Wir haben unsere Tränen und unsere Verletzungen, der eine laut, der andere leise, aber sie sitzen fest und sie wollen unser Leben bestimmen. Was hat uns berührt heute Morgen beim Aufstehen? Ist uns da bewusst geworden, der Herr ist auferstanden? Wenn Sie als Ehepaar da sind, ich rufe es jedem Morgen, Sonntagmorgen, sage ich zu meinem Mann, hey, der Herr ist auferstanden. Und manchmal sagt er, ja, ich weiß. Und wenn wir morgens aufstehen und ich sehe, er regt sich zuerst, er regt sich nicht auf, er regt sich zuerst. Und dann sage ich, der Herr segne dich. Und das wiederholt er. Würden Sie sich als Ehepaar das vielleicht aneignen? Ist das nicht schön, wenn wir den anderen gleich mit Segen bedecken dürfen? Wenn wir es über unseren Kindern aussprechen und wenn sie später aus dem Haus rasen und nur noch mal zurückrasen und sagen, du hast meine Turnschuhe vergessen, dass wir ihnen den Segen hinterher schmeißen. Oder ich denke an unseren Jüngsten, den, bevor er in den Kindergarten ging, habe ich immer die Hände auf ihn gelegt und sagte, hey, Jesus, segne dich. Und einen Morgen hatte ich es vergessen und wir waren im Kindergarten und er zog die Jacke aus und dann fiel es mir ein, dann habe ich ihm einfach still die Hände aufgelegt, man möchte ja kein Trara machen. Und er war ganz irritiert, weil ich nicht dazu sprach, dann zog er meinen Kopf runter und sagte, Mama, ich segne dich auch.
dass wir etwas vermissen, wenn wir ohne Segen aus dem Haus gehen. Haben Sie heute Morgen Ihrem großen Gott schon gedankt, dass es Sie gibt? Sie sind nämlich seine Erfindung. Da war ein Moment, wo er dachte, jetzt will ich die da machen. Und in dem Jahr will ich diese Jüngere machen. Und in dem Jahr so ein paar Ältere. Und es war seine Idee, es war seine Schöpfung. Er hat ausgesucht, in diesem Moment, wo unsere Eltern keine Ahnung hatten und später überrascht waren oder erfreut. Aber eins waren sie nicht, sie haben gar nicht kapiert, dass er es war. Und wenn wir es bis heute nicht wissen, es war Gottes Stunde, als du entstanden bist. Er wollte dich unbedingt. Und er hat auch gewusst, was auf dich zukommt. Und ich weiß heute, ohne Leid, wäre ich ihm nie so nahe gekommen. Da wurden vorher immer so viele andere Wünsche, wo ich dachte, die seien wichtig für mein Leben. Und sie haben sich immer neu sortiert. Und wenn ich heute an meinem Geburtstag gefragt werde, was für einen Wunsch hast du, dann sage ich, mein größter Wunsch ist, ich will am Schluss bei Jesus sein und nicht wie Salomo alles verloren haben, was Gott mir geschenkt hat. Ich will am Ende bei ihm sein. Ihr seid für die Ewigkeit gemacht. Für die Ewigkeit. Dieses hier ist Durchgangsstation. Das müssen wir begreifen. Das müssen wir durchstehen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Diesen wunderbaren Psalm, den wir als Lobpreispsalm lesen, da vermuten viele Ausleger, dass David es geschrieben hat auf seiner Flucht vor seinem Sohn Absalom. Da ist er in die Wüste geflohen, als sein eigener Sohn die Thronherrschaft haben wollte, ihn verfolgte, ihn vernichten wollte. Und in diesem Zustand fällt ihm Altes ein. Er erinnert sich. Wir brauchen heilsame Erinnerungen. Und wir müssen sie aufschreiben, wo wir gebetet haben und Gott hat durchgeholfen. Ohne Erinnerungen gehen wir zugrunde an unserem Leid. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Haben Sie ihm heute Morgen schon gedankt, dass er Getreide wachsen lässt und sie Brot oder Brötchen hatte? Dass er Kaffeebohnen wachsen lässt, damit wir unseren Kaffee haben? Haben wir heute Morgen für den Orangensaft gedankt, weil er so viele tolle Früchte wachsen lässt zu unserer Freude? Haben Sie ihm heute Morgen gedankt für die Blumen am Wegrand, diesen Vorgarten Gottes, den wir anschauen dürfen mit zwei Augen und uns darüber freuen, über die Sonne, die wieder aufgegangen ist? Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und jetzt macht David weiter. Er spricht nämlich gar nicht mit Gott. Er spricht mit seiner Seele. Es sagt, Seele, hey, darf ich dir mal erzählen, was wirklich los ist? Und dann erinnert sich David. Und er sagt als erstes, der dir alle deine, darf ich irgendwie hören, ob sie den Psalm können? Der dir alle deine Sünden vergibt. Ist uns das noch wichtig? Ist uns das noch bewusst? David erinnert sich, da war doch was in meinem Leben. Da habe ich mich doch verführen lassen von einer Frau oder ich habe sie verführt und deren Mann habe ich umbringen lassen, damit die Frau mir gehört. Und plötzlich erinnert er sich und er erinnert sich nicht nur an seine große Schuld. Er bleibt nicht bei der alten Schuld hängen. Er weiß, ich habe sie einem übergeben. Und er sagt, der dir alle deine Sünden vergibt. Er sagt, Seele, hör auf, dich weiter fertig zu machen.
deine Schuld hängt am Kreuz. Wie lange trägst du dir nach, was du falsch gemacht hast? Eine Frau sagte zu mir, ich bin das zweite Mal verheiratet. Wenn ich das erste Mal gewusst hätte, dass Männer ganz anders ticken, hätte ich auch verheiratet bleiben können. Das sind Dinge, wo wir denken, wenn der andere endlich so ist, wie ich denke, dass er sein soll, dann wird's gut. Dann wird gar nichts gut. Da ist etwas, wo Gott in unsere Mitte muss, der Translator ist, der uns übersetzt beim anderen, damit wir nicht nur unsere Sünden uns vergeben lassen, sondern damit wir auch vergeben. Wie sitzt das oft tief in unserem Herzen, dass wir dem anderen etwas nachtragen? Und es wird immer schwerer und wir werden so bucklig und traurig und bösartig dabei. Vergeben, weil dieser Gott vergeben hat. Was in ihrem Herzen noch ist, lassen Sie es nicht mehr in Ihrem Hirn. Sagen Sie Ihrer Seele, es ist vorbei. Ich gehöre einem Gott, der mir vergibt. Mein Mann und ich sind in der Eheberatung tätig. Und da war ein Ehepaar bei uns und die sagten, heute machen wir hier reinen Tisch. Alles kommt jetzt mal auf den Tisch. Es war eine Schlammschlacht. Ich saß dabei und habe geheult. Ich habe gedacht, ich kann es nicht mit anhören. Aber sie wollten es rauslassen und sie haben es rausgelassen, zum Teil laut. In unserem Haus ging es manchmal laut zu. Manche meiner Kinder sagten, sag denen mal, sie sollen bitte so ein Schall, etwas geben, was den Schall ein bisschen wegnimmt. Aber das sind Sachen da, das sind Missverständnisse. Und ich denke jetzt gerade an ein Ehepaar, das ist ein ganz anderes, aber da ging es einfach um einen Neubau. Da sagte die Frau, als ich fragte, warum sind Sie hier, hat sie gesagt, weil mein Mann ein Herz aus Stein hat. Okay, sagte ich, woran merken Sie es? Ach, wissen Sie, meine Tochter hat neulich angerufen und gesagt, sie wird sich scheiden lassen. Und mein Herz ist fast zerbrochen. Die haben gerade gebaut. Und jetzt wollen die sich scheiden lassen. Ich dachte, ich muss es meinem Mann erzählen, wenn der nach Hause kommt. Und dann werde ich merken, der hat doch ein Herz. Denn den regt fast nichts auf. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und er war ganz still. Und wissen Sie, dann habe ich gedacht, er hat doch ein Herz. Der Mann saß dabei und schwieg. Und schließlich sagt sie, und wissen Sie, Frau Heil hat sie zu mir gesagt, wissen Sie, was der geantwortet hat? Ich habe mich aufs Schlimmste gefasst gemacht. Und was hat er gesagt? Der Mann wurde immer kleiner. Sie sagt, da hat der doch tatsächlich gesagt, da muss ich schauen, dass das Gerüst am Haus des Schwiegersohns wieder zu mir zurückkommt. Das Gerüst gehört mir. Das war sein hartes Herz. Er hat nicht mit ihr geweint. Der Mann hat sich dann gemeldet. Das war eine ganz nette Situation. Ich sagte, Sie dürfen auch was sagen. Und er sagte, wissen Sie, die Ehe meiner Tochter kann ich nicht retten. Glauben Sie nicht, dass mir es genauso weh tut? Die Ehe kann ich nicht retten, aber das Gerüst kann ich retten. Wir merken, wie schnell solche Dinge gehen können. Wir gehen durch Missverständnisse, wir gehen durch Einsamkeit, wir gehen durch Wünsche, wir gehen durch Enttäuschungen. Aber dieser Gott hat uns für die Ewigkeit gemacht. Und das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Er hat uns in aller Not, in allem Elend, er hat uns für die Ewigkeit gemacht. Und ich sehe hier ganz viele Ehepaare sitzen. Ich bin sicher, dass es Ehepaare sind. Beide haben in der Regel die Hände übereinander gekreuzt für sich. Also die Verlobungszeit ist natürlich schon ein bisschen vorbei. Aber dabei brauchen wir Berührung. Wir brauchen Berührung. Für die Singles vielleicht gerade schwer,
bei denen sitzt keiner, aber die haben auch gerade niemanden neben sich, mit dem sie heute Morgen schon gestritten haben. Also sie dürfen ruhig hier sich in den Arm nehmen oder auch die Hand geben. Es tut auch wirklich nicht weh. Wir brauchen Berührung. Das dürfen Sie natürlich jetzt als Mann erst recht nicht tun, weil ich Sie auffordere, das wäre ein Stilbruch. Aber Sie können es auch trotzdem tun. Ich gucke auch nicht so genau hin. Also, ich denke, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann sage ich zu meiner Seele und sie zu ihrer, der dir alle deine Sünden vergibt. Vielleicht hat sie der andere dir auch noch nicht vergeben. Aber der Herr hat es dir vergeben. Und beim anderen darfst du es ausdrücken. Und dann heißt es weiter, er heilt deine Gebrechen. Er sammelt deine Tränen. Ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn ich Gott nicht meine Tränen überlasse, ertrinke ich in diesem Ozean und gehe unter. Meine Seele beanspruchte, ein Recht darauf zu haben, zu trauern. Und wir dürfen trauern. Aber da steht einer und sagt, darf ich deine Trauer in meine Hände nehmen? Hast du deinen Schmerz in Gottes Hände gegeben? Dein Verlassensein, dein Nichtverstandensein, deine Traurigkeit, deine Verzweiflung, dein Verlust, deine Krankheit. Er steht da und wartet darauf und sagt, gib's mir doch bitte. Heute Morgen möchte ich eigentlich über den Adler sprechen, aber ich bin noch nicht angekommen. Denn in der Bibel stehen immer wieder Vergleiche vom Adler. Da entdeckt Mose, wie Gott zu ihm sagt, habe ich dich nicht bis heute wie ein Adler getragen auf Flügeln. Also das Volk Israel. Und da kommen diese vielen wunderbaren Vergleiche auch in der Bibel, auch im Psalm 103, wie er uns auf Flügeln trägt. Da ist ein Gott, der sagt, ich trage dich. Und was hat es mit diesem Adler auf sich? Dieser Adler ist ein riesiger Vogel, der etwa 2,50 Meter seine Schwingen ausbreiten kann. Das ist jetzt nur ein kleines Stück von diesen 2,50 Meter, der über 2000 Meter oben seinen Horst baut, bis 2600 Meter in der Höhe. Dort oben baut er sein Nest. Und ich glaube, das ist, was Gott uns sagt. Bau dein Nest weit oben, so nah wie möglich, im Gebet. Bau dein Nest da bei diesem Gott. Da leg deine Eier rein. So sage ich einfach mal. Deine Gebetsanliegen, da oben leg sie hinein. Und was tut der Adler mit seinen Jungen? Das ist wunderbar. Heute kann man das alles beobachten. Er polstert das Nest aus mit lauter Fellen von Hasen oder was er so fängt. Und er möchte es den Kleinen richtig bequem machen. Weich, damit die Eier auch keinen Schaden bekommen. Und so hat Gott für den Menschen diesen Mutterleib geschaffen. Tief drinnen, wo er anfängt mit Leben, wo er mit dir begonnen hat, in der Weichheit, in der Bewahrung, bevor du in eine Welt hineinkamst, in der manche von uns vielleicht nicht willkommen waren. Dieser Adler sorgt wunderbar auch mit seiner Frau für die Kleinen. Es gibt viele, viele Geschichten, aber ich nehme einiges heraus. Je älter diese Kleinen, wenn sie ausgebrütet sind, umso mehr nimmt der Adler die Felle aus dem Nest. Es muss ungemütlich werden. Die sollen nicht im Nest bleiben. Und so sollst du auch nicht im Nest deines Lebens sitzen bleiben. Du hast für die Welt eine Aufgabe. Gott schickt dich mit einer Aufgabe in die Welt, dass du für andere auch ein Tröster sein sollst. Und wie wird man Tröster, indem man selbst Schweres erlebt hat und anderen nicht absolut locker sagen kann,
das wird schon wieder gut. Oder, ach, kein Problem, nimm's doch nicht so ernst. Wer durch Leid gegangen ist, der kann sich einfühlen in Leid. Der wird begreifen, warum jemand weint. Er wird mitweinen, er wird verstehen können. Gott mutet uns zu, in diesem Nest ohne Felle zu sein, damit wir das Fliegen lernen. Und jetzt geht es natürlich erst richtig los. Diese Kleinen werden größer. Wenn sie abstürzen und zu neugierig über den Nestrand schauen, liegen 2 Kilometer Reise vor ihnen, und zwar wie ein ungeöffneter Fallschirm. Die können oft noch nicht richtig fliegen. Wenn die Flügel, diese Kleinen, die sie haben, nicht richtig stellen können, sind die verloren. In dem Moment schießen Vater oder Mutter, und da gibt es auch eine tolle Geschichte, wie die Adlerfrau ihren Mann aussucht, nämlich danach, ob er auf einer bestimmten Höhe einen Stock auffangen kann, den sie fallen lässt. Und dann fließt Mann oder Frau, stürzen hinunter, der Kleine ist weniger in Gewicht, und gehen unter diesen Kleinen, nehmen ihn auf die Flügel und tragen ihn wieder ins Nest. Oft ist es so am Anfang unseres Glaubenslebens. Da erleben wir oft viele Wunder, und es ist schön, Gott so immer wieder auf frischer Tat zu erleben und zu jauchzen über seine Größe. Aber dann mutet er uns zu, fliegen zu lernen. Und die Kleinen müssen aus dem Nest, und manche wollen nicht aus dem Nest. Und dann hat man beobachtet, solche Vogelkundler, wie die Kleinen gezwungen werden, auf die Flügel der Mutter zu krabbeln. Und da geht es manchmal sogar blutig zu, weil die gar nicht ganz richtig wollen. Und der erste Flug ist manchmal auf den Flügeln von Mutter oder Vater. Und man hat gesehen, die Kleinen, wenn sie wieder im Nest waren, haben sie die Augen verdreht von diesem ersten Flug. Die waren völlig durcheinander, was da gerade vor sich ging. Und Stück für Stück sind sie getragen worden, bis sie fliegen konnten. Und dann geht's weiter. Dann machen sie ihre ersten holprigen Ausflüge, wie wir im Glauben am Anfang. Noch ein bisschen unsicher. Und dann kommen andere, die den Glauben rauben wollen. Und dann gibt es andere Greifvögel und was da alles ist, die diesen Kleinen mit einem Haps zu einem Braten machen können. Und jetzt fliegt der Adler über dem Kleinen, damit niemand es angreifen kann. Und das sind solche wunderbaren Bilder. Deshalb wird der Adler immer wieder erwähnt. Dieser Adler hat eine besondere Eigenart. Gerade dieser Steinadler, den es heute noch in Felsklüften in Israel gibt, dieses gewaltige Tier, das ähnlich wie der Baldadler, dieser Weißkopfadler in Amerika, die sind sich sehr ähnlich. Und dieser Adler hat die besondere Eigenart, dass er im Leben nur einmal oder zweimal in die Mauser kommt. Bei normalen Vögeln ist es sehr viel öfter, dass dieses Gefieder sich erneuert, auch die inneren Federn. Aber beim Adler ist es oft nur einmal oder auch höchstens zweimal in seinem ganzen Adlerleben. Das kann nach 10 Jahren oder 20 Jahren oder mehr sein. Diese Adler werden relativ alt. Und dann beginnt es, dass dieser Adler müde wird. Er wird richtig müde. Das Federkleid wird immer schwerer. Der Schnabel klappt nicht mehr so richtig. Er geht nicht mehr so häufig auf Jagd. Und ich denke, es ist ähnlich wie mit unserem Christenleben. Am Anfang haben wir uns manchmal auf das Wort Gottes gestürzt. Da wollten wir Beute machen. So, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Ich glaube, es ist Psalm 119, wo wir sagen, oh ja, dieses Wort ist für mich.
Aber irgendwann kannten wir schon alles. Und irgendwann sind wir müde geworden im Glauben. Und irgendwann haben wir gedacht, ob Gott wirklich hört. Und irgendwann sind unsere Gebete nicht mehr so innig gewesen. Eher unser Klagen hat zugenommen. Da sind wir wie dieser Adler. Wir sitzen am Boden. Dieser Adler jagt dann immer weniger. Er hat auch nicht mehr die Freude, den Schnabel aufzumachen. Er will den anderen nicht unbedingt von Gott erzählen. Die könnten einem auslachen. Und ich bin jetzt alt genug. Ich habe das oft genug gemacht, anderen von Gott gesagt. Ich will mich dem Quatsch nicht ausliefern, dass einer über mich lacht. Da kann ich schlecht damit umgehen. Und was denken die? Ich sei in einer Sekte. Das alles kann einem ja begegnen. Und man macht den Schnabel nicht mehr auf. Und je weniger man ihn aufmacht, umso mehr verklebt er. Der Adler geht am Schluss gar nicht mehr auf Fang aus. Er ist müde geworden. Er sitzt am Boden und er jammert vor sich hin. Er ist am Schluss so schwach, dass die anderen Vögel, ist ein gutes System innerhalb dieser Sippe, ihn versorgen mit den Fleischbrocken, die halt übrig bleiben. Da sitzt er und leidet. Diese Mauser kann bei ihm ein Vierteljahr lang dauern. Er magert immer mehr ab. Es ist schrecklich anzusehen. Ich habe auch Bilder. Leider ist es schwierig herauszufinden, für welche man dann bezahlen muss. Aber wer will, kann mal danach schauen im Internet. Er sieht am Schluss aus wie ein gerupftes Huhn. Er wird immer schwächer, Fettabbau, und Vogelkundler, Ornithologen haben festgestellt, dass kleinere Vögel, das muss man sich vorstellen, dass die dann über ihm herumschweben, so quasi, wir sind jetzt die Herren hier, und lassen ihren Kot auf diesen Adler fallen, ganz gezielt. Merken wir was? Wir in unserem Leben, wenn es uns schlecht geht, kriegt man noch einen ab. Oder noch Dummes gesagt, hättest mal nicht und hättest mal doch und hättest mal anders. Wie wenn einer sich lustig macht über uns. Und ich glaube, einer macht sich immer wieder lustig und auf den Weg, um uns zu zerstören. Und es ist nicht der Herr, es ist dieser Gegenspieler, der meint, er kann uns vernichten, wie diesen Adler, der da sitzt. Eine Art Harz kommt aus, verschließt mit der Zeit den Schnabel immer mehr. Und diese Vögel, einige dieser Vögel, man weiß nicht, was wirklich abgeht, aber die stürzen sich von der Höhe des Felsens auch ins Meer, auf Klippen. Und man weiß nicht, ob sie versuchen, das überflüssige Horn von ihrem Schnabel wegzupressen oder ob sie Selbstmord machen. Weil sie in dieser Verzweiflung nur noch hilflos ausgeliefert sind. Kennen Sie diese Momente in Ihrem Leben, wo Sie keine Lebenskraft mehr haben, wo Sie sich beschmutzt, missverstanden, allein fühlen, wo sie auch denken, kein Mensch könne ihnen mehr helfen. Kennen Sie diese Momente, wo wir einfach nicht mehr wissen, wie wir leben können und sterben wollen und doch nicht sterben wollen, weil wir Dinge gerne geregelt hätten? Ich denke auch an solch einen Moment in meinem Leben. Ich hatte eine Viruspneumonie, war dann im Krankenhaus, die Ärzte sagen, den Rest muss Ihr Körper selbst schaffen. Sie können Medikamente nehmen und Infusionen. Aber letztlich helfen muss jetzt Ihr Körper. Und dann habe ich gesagt, dann will ich nach Hause. Wenn ich sterben muss, dann zu Hause. Wir hatten ein Stillkind. Und mein Mann ist morgens dann ins Büro gegangen. Er hat mich dann, also das Stillkind konnte schon laufen, konnte schon an die Tür. Und er hat morgens dann die Tür zugeschlossen, dass die Kleine nicht abhaut.
während ich vielleicht in der Erschöpfung wieder hinüber gedöst bin. Und ich wachte dann auch mal auf, da saß sie auf dem Bett meines Mannes, hat gerade mit einer Schere die Leintücher zerschnitten. Ich weiß nicht, wo sie die Schere gefunden hatte. Und ich war einfach entsetzt. Und ich habe gedacht, Gott, wenn ich jetzt sterbe, was geschieht mit meinen Kindern? Die kann gar niemand alleine übernehmen. Die werden verteilt in Waisenhäuser. Und ich fing bitterlich zu heulen an. Und ich habe gedacht, was mit meinem Mann? Am besten heiratet er wieder, dass die Kinder zusammenbleiben. Aber ich gönne keine Frau meinem Mann. Ich möchte seine Frau sein. Und ich habe geheult. Und ich war so verzweifelt. Ich dachte, ich kann eh nichts ändern. Am besten ich sterbe. Es wird sich dann alles regeln. Und in diesem Moment, es war Sommer, die Fenster standen offen. Ja, ich war so schwach, dass ich oftmals kaum bis zur Toilette kam. So erschöpft und kaputt. In diesem Moment hüpft da ein kleiner Vogel durch das Fenster aufs Fenstersims. Bleibt da sitzen, pickt irgendwas, weiß nicht, dass da was lag. Und plötzlich kommt mitten hinein die Verzweiflung, diese Gewissheit, ich bin da, ich bin bei dir. Ich wünsche mir, dass das heute, ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation Sie sind, verzweifelt mit Kindern, verzweifelt in Ihrer Witwenschaft, verzweifelt über den Tod von Menschen, die Sie lieben, über Krankheit, wo die Prognose hoffnungslos darüber steht. Ich möchte Ihnen noch heute zurufen, dieser Gott ist da, mitten in Ihrem Adlersein, wo Sie nicht mehr fliegen können, wo Sie keine Hoffnung mehr haben. Gott ist da, Gott ist mitten dabei und Gott sagt heute neu zu Ihnen, und ich bin größer als deine Not. Ich bin dein Gott, ich stehe zu dir. Ein Vierteljahr lang muss der Adler dadurch ausgeliefert sein, beschämt zu werden von höhnischen Spatzen, die vielleicht fragen, wo ist jetzt deine Stärke und bei uns, wo ist jetzt dein Gott, wie bei Hiob. Diesen Gott zu begreifen, wir werden es nie. Aber eins ist sicher, er hat zugesagt, ich gehe mit dir dadurch. Nach dieser Zeit steht der Adler kurz davor, dass er alles verliert. Die Röhren sind ja zu lang geworden, von seinen Federn zu schwer, sein Schnabel zugewachsen. Und er bekommt einen plötzlichen Impuls. Er schüttelt sich so heftig, dass alles von ihm abfällt. Der ganze Rest an Federn, den er noch hängen hatte, fällt ab. Und er sieht wirklich aus wie ein Brathühnchen oder ein Bratadler. Völlig entblößt, völlig vor dem Nichts. Müssen wir manchmal dahin kommen, um endlich zu begreifen, nur Gott kann mir helfen. Müssen wir manchmal durch solche Tiefen gehen, damit wir endlich begreifen, es gibt nur einen, der mir jetzt helfen kann. Einen, der mich jetzt hält. Einen, der jetzt mein Versorger ist für diese Not, die ich nicht bewältige. Müssen wir dahin kommen? Und dann geschieht dieses Wunder. Vielleicht müssen wir uns vor Gott kahl machen. Es gibt auch einige Stellen in der Bibel über den Adler, der sich kahl gemacht hat, wie manchmal unser Leben. Müssen wir kahl werden vor ihm? Müssen wir erkennen, wie David, als er diese Bathseba nahm und nicht mal Erkenntnis darüber hatte, muss Gott mit uns so sprechen wie mit einem Nathan, der zu David sagt, der da noch ganz sich sündlos fühlt, wo dieser Nathan kommt, sagt, David, du bist der Mann. Und heute zu dir sagt, du bist der Mann. Und du bist die Frau.
wo wir erkennen müssen, ja, Herr, ich bin schuldig geworden. Ich werde schuldig. Pornografie nimmt immer mehr zu. Wo bist du in Versuchung? Wo Gott dir heraushelfen will? Schrei nach ihm, dass du frei wirst. Wo gehst du an deinem Alkohol unter, wo du abends oder nachts noch trinkst, wenn es keiner merkt? Komm zu Jesus und sag's ihm. Bring ihm das, wo du frei werden willst. Und such einen Menschen, dem du vertrauen kannst. Vielleicht bist du von Menschen enttäuscht worden. Vielleicht tief in der Gemeinde enttäuscht, wo Menschen deinen Schmerz weitergetragen haben. Wo sie dich beschuldigten, wo sie dich fertig gemacht haben oder wo du von anderen gehört hast, wie andere über dich redeten. Vergib. Vergib um Jesu Willen. Fang neu an. Fang mit Gottes Hilfe neu an. Und wo du mit deinem Ehepartner nicht mehr eins warst und bist, da bitte Gott um Gnade neu zu erkennen, was dem anderen fehlt. Manchmal fehlt dem anderen was ganz anderes als dir. Was ganz anderes. Wir heiraten ja oft das, was uns fehlt, und dann nervt es uns. Und jemand hat mal gesagt, es ist wie bei den Viechern. Vielleicht ist dein Ehepartner, ich will ja nicht so gern Tiere bringen, aber da kann man es oft besser begreifen, sowas wie ein junger Hund, wo man immer öfter mal sagen muss, du bist ein guter Kerl oder du bist eine tolle Frau oder heute siehst du gut aus. Warst du beim Friseur, lass es besser bleiben. Das sieht ja wie eine Ruine aus. Aber wo wir neu wieder einander was sagen oder wo wir mal unserem Mann etwas Gutes sagen, wo wir wieder Menschen werden, die auch Gutes aussprechen. Und da ist noch so ein Tipp. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergessen Sie es auch nicht bei den Menschen, die Ihnen Gutes tun. Schreiben Sie abends auf, was gut war, was zum Danken war. Da war eine Frau bei mir, die hat sich schwer über ihren Mann beschwert. Also ich brauchte gar nichts zu sagen. Ich glaube, es war eine halbe Stunde, wo sie nur sagte, was er alles falsch macht und was er ihr angetan hat und wie schlimm er ist. Und der muss schon schlimm gewesen sein. Aber wie auch immer. Und dann sagte ich, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, fangen Sie ein Heft an. Und das bitte ich für Sie alle. Gerade so ein Schreibheft, wie aus der Schule. Schreiben Sie abends auf, für was Sie danken wollen. Und wenn Sie verheiratet sind, sagen Sie einmal am Tag wenigstens Danke für irgendwas, was Ihr Ehepartner tut. Das habe ich dieser Frau empfohlen. Sie nahm ihre Tasche und hat sich verabschiedet. Wir hatten noch einen Termin ausgemacht und sie sagte, ich bin nicht ganz sicher, ob ich den einhalten werde, als nach meinem Vorschlag. Sie muss was Dankenswertes aufschreiben. Sie weiß noch nicht genau, ob sie noch mal kommt. Ich habe gesagt, steht Ihnen frei, wir lassen den Termin mal stehen. Auf Wiedersehen. Fort war sie. Und sie kam wieder. Und sie kam an diesem Termin, ich glaube 4 Wochen später. Und ich habe mich gefreut. Und sie sagte, ich habe mein Heft mitgebracht. Ich sagte, ach, das finde ich schön. Ja, sagt sie, es hat sich einiges verändert bei uns. Ich sagte, ach, ich freue mich riesig. Was hat sich denn verändert? Mein Mann liegt im Krankenhaus. Mein Mann ist schwer krank. Ich besuche ihn immer wieder und wissen Sie, seitdem merke ich dauernd, was er alles für mich tut und ich habe es bis jetzt gar nicht bemerkt. Das erste war, ich blieb mit dem Auto stehen auf dem Weg zum Krankenhaus. Ich habe ADAC angerufen, das wusste ich noch, wie das geht. Und er kam auch, er schaute zuerst auf meine Tankuhr und sagte, Frau, bis heute hat das nicht geklappt, was Sie da gerade machen. Sie müssen nachfüllen. Mehr brauchen Sie gar nicht. Tank auffüllen, bitte. Auf Wiedersehen. Das stand als erstes drauf. Tankauffüllung. Dann saß sie auf der Toilette. Das Klopapier war ausgegangen. Dann stand da Klopapier auf ihrer Liste.
Und sie entdeckte alles Mögliche. Die Heizung hat er immer in Ordnung gebracht. Da wusste sie auch nicht, als das da nicht funktionierte. Und sie sagte, und wissen Sie, an dem einen Tag habe ich mein Heft mitgenommen und stand am Bett meines Mannes. Und ich habe es ihm vorgelesen. Und ich habe meinen Mann zum ersten Mal im Leben weinend gesehen. Wie oft sagen wir Danke? Wie oft sagen wir Danke zu diesem Gott, der uns gemacht hat? Wie oft sagen wir einander Danke, statt uns zu ärgern, weil der andere es nicht so regelt, wie wir denken, dass es richtig wäre, zu regeln? Wie oft segnen wir einander? Wie oft segnen wir die Kinder, wo wir auch viele Dinge anders verarbeiten wie unser Partner? Ich war meinem Mann eine ganze Zeit lang wirklich gram, als ich die Fehlgeburt hatte und darüber oft weinte und darüber auch oft sehr, sehr traurig war, bis ich merkte, ich muss dieses Kind zurücklegen in Gottes Hände, ich werde es wiedersehen. Und das hat mir geholfen, aber von meinem Mann habe ich erwartet, dass er mit mir trauert. Und er sagte, schau mal, wir haben doch Jesus, wir haben ihn lieb. Kannst du es ihm nicht einfach wieder überlassen? Wieso musst du so nachtrauern? Er hat dir so viele Kinder geschenkt. Musst du diesem Kind jetzt so nachweinen? Das war überhaupt kein Trost. Dann habe ich noch mehr geheult. Der hat schon auch was ausgehalten, aber ich auch. Das ist es ja. Beide leiden auf ihre Weise. Ich wollte keine Berührung mehr. Ich habe mich so richtig abgeschottet. Und er konnte mir keine Berührung geben, weil ich eine Kratzbürste war. Das sind Dinge, die entwickeln sich immer weiter auseinander. Und schließlich habe ich gesagt, Herr, ich komme damit einfach nicht klar. Und wir dürfen Gott ja unser ganzes Leid sagen. Wir müssen immer wieder wissen, wohin wir uns wenden. Und es gibt so ein wunderbares, einfaches Rezept, dass wir im Dreieck leben sollen. Hier ist unser großer Gott und hier ist mein Mann und hier bin ich. Und am Anfang ist unsere Liebe so groß, dass wir immer wieder mit Gott reden, aber dass wir uns freuen aneinander. Und dann reden wir wieder mit ihm und dann reden wir miteinander. Und da wird es mit der Zeit schwierig. Und wenn dann wieder sowas zwischen uns sich aufbaut, dann weiß ich, wohin ich gehe und mein Herz ausschüttet. Und der versteht mich vollkommen. Aber ich weiß, der schüttet auch sein Herz aus. Den versteht er auch vollkommen. Und dann weiß ich, jetzt sind wir an der richtigen Stelle gelandet. Dieser Adler lernt wieder fliegen. Und wir dürfen neu fliegen lernen. Mit seiner Kraft neu fliegen lernen. Neu wissen, wer wir sind. Neu wissen, ich bin geliebt von Gott. Ich gehöre ihm. Ich gehöre ihm. Wenn manchmal mit unseren Kindern Schwierigkeiten sind, wir haben 6 Mädchen, mein Mann sagt, es ist kein Wunder, dass das manchmal schwierig ist. Die sind ähnlich wie du. Und wie die reden ohne Punkt und Komma. Und wir haben 5 Jungs, die meinem Mann sehr ähnlich sind. Haben ja noch einen adoptiert. Und diese Jungs, die können hoffnungslos schweigen. Ich weiß, den einen habe ich mal gefragt, weil ich gar nicht ins Gespräch kam. Der hat gerade einen Katalog angeschaut. Ich habe gesagt, sag mir mal, was würdest du denn gerade wünschen? Er sagte, das sage ich dir nicht, ich krieg's sowieso nicht. Also war dieses Gespräch auch wieder erledigt. Also wir werden auch lernen müssen, mit der Andersartigkeit umzugehen. Und ich merke, wie schwer es den Männern hier fällt, ihre Frau an der Hand zu nehmen. Dabei brauchen wir die Chemie der Berührung. Da wird was mitgeteilt. Und ich verstehe nicht, warum die Frauen dann nicht einfach die Hand nehmen und halten sie fest. Wenn mein Mann mich nicht küssen will, dann, oder da nicht drüber nachdenkt, dann umarme ich ihn und dann wartet er ein bisschen,
bis es vorbei ist. Und dann nimmt er mich aber auch in den Arm. Aber es ist immer so mit Zeitverzögerung. Aber warum fängt nicht der an, der Wünsche hat? Warum fängt der nicht an? Der andere denkt gerade richtig drüber nach. Und Männer lieben anders als Frauen. Ganz egal, wie es bei ihnen läuft, fangen sie wieder mit Berührung an. Es tut wirklich nicht weh. Eigentlich würde ich jetzt gern wissen, wer zusammengehört. Würden Sie denn bitte mal einander die Hand reichen? Also ich merke, die sind irgendwie so festgesteckt überall. Das ist einfach unglaublich. Ah, eben, ja. Ja, ach, das sind auch noch zwei. Gibt es noch mehr? Ach, noch mal. Das ist ja unfassbar. Also bei manchen. Also bitte, ich gebe das als Übungsprogramm für zu Hause weiter. Ich glaube, ich muss allmählich aufhören. Ich habe meine ganzen Zettel hier noch nicht. Ich nehme mal gerade noch den letzten mit kurz. Gib Gas, schau nach vorne. Jesus wartet darauf, dass du mit ihm sprichst über deine Probleme und dass du ihm deine Tränen gibst und dass du seinen Trost annimmst. Lass Christus für dich kämpfen. Hör auf, in deiner Seele dich durcheinander zu bringen. Gib es deinem Herrn. Sag es ihm immer wieder. Gott hört es tausendmal an. Es nervt ihn nicht. Deinen Ehepartner nervt es aber. Also sag es Gott. Als unsere Tochter heimkam ein Jahr vom Abitur und sagte, sie will heiraten, blieb mir schier das Herz stehen. Und als sie sagte, ob wir einen Mann kennenlernen, kam da ein Jüngelchen von 19 rein, ein GI, auch ohne Beruf. Und sie sagte, ach, wenn ihr mich dann nicht heiraten lasst, mit 18 darf man heiraten, ich heirate auch ohne euch. Also tolle Nachrichten. Und ich sagte zu meinem Mann, sprich du mit ihnen. Ich weiß, auf dich können sie hören. Er sagt, bei mir hilft es auch nichts, das lasse ich gleich bleiben. Also habe ich gesagt, du musst mit ihnen, dein Wort, auf dich hört sie. Er sagt, nein, das mache ich nicht. Dann bin ich in den Garten gegangen und in den Wald und habe es Gott gesagt, wir haben zum Glück Wald und Rehe verraten nichts. Also ich konnte wunderbar laut beten und habe Gott gesagt, der macht nichts, das macht, meinte ich, mein Mann. Ich kann nicht, jetzt kannst nur du. Und wie hat das gemacht? Die zwei haben geheiratet. Er hat gesagt, er sei Moslem. Ich kann sagen, es war eine wunderbare Hochzeit. Ja, sie war wundervoll, aber sie war schwer. Und die zwei haben geheiratet. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nach, ich weiß nicht, ein Jahr oder mehr ruft er aus Amerika an, war Amerikaner und sie, die lebten da drüben und sagt, I have to talk to Dad. Ich muss mit dem Papa sprechen. Ich habe gedacht, oh weia. Ich bin natürlich in der Nähe des Telefons geblieben. Und dann sagte er, eure Tochter, die liest immer mit mir in der Bibel. Er war übrigens kein Moslem. Er wollte nur Eindruck bei uns schinden, weil die vorher ihre Mädchen nicht anrühren dürfen. Sie liest mit mir seitdem in der Bibel. Und ich habe jetzt Jesus in mein Herz genommen. Und er sagte, wir haben immer noch wenig Geld, wir studieren beide, ich kann nur allein kommen. Dad, könntest du mich bitte taufen? Und es war Winter und es war eiskalt und im Bach hinter dem Haus wurde er getauft. Wer ist wie unser Gott? Alle Tränen, alle Verzweiflung, alles umsonst. Wann fangen wir an zu beten? Lass Christus für dich kämpfen. Bring ihm im Gebet deine Nöte, deine Verzweiflung, sobald du abstürzt. Alles tun beginnt mit Lassen. Lass deine Sorgen los, alle Sorgen, Leichtathletik. Werft auf ihn, auch wenn der Bumerang zurückkommt, einfach wieder werfen. Wir versuchen der Angst Gottes aber entgegenzuhalten. In der Welt habt ihr Angst, Komma. Aber ich habe die Welt und deine Not überwunden. Ich halte Sicherheitsabstand zu Dingen, wenn es sein muss, auch zu Menschen, die mich negativ beeinflussen.
Ich halte Abstand zu Büchern, die meine Gedanken verschmutzen, zu Fernsehsendungen und zu Computern und schalte ab oder um. Ich lasse mir von Jesus meine Schuld vergeben und ich hole sie nicht zurück. Ich habe meine Rechte verloren, wo er meine Zuversicht und mein Verteidiger ist. Mach die Augen auf, schau Jesus an und überlege, statt wie schrecklich, wo will Jesus mir neu begegnen? Wo will er aus meinen Wunden ein Wunder machen? Und meine größte Sorge soll bleiben. Ich will gerettet sein für die Ewigkeit. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, du unser Liebhaber, du unser Versteher, du unser Sündenvertilger, du unser Tränensammler, du unser Wundenheiler, du unser verbindender Gott, du Tröster. Ich bitte dich, dass du auf uns herabkommst mit all dem, was uns fehlt, was uns durcheinander bringt, was uns Angst macht. Ich bitte dich, dass du herunterkommst in unser Land neu, auf uns alle hier, aber auch auf unser Volk, mit der Erkenntnis unserer Schuld, die wir tagtäglich vor dir begehen und vor der du die Augen verschließen musst. Wir bitten dich, komm wieder, erbarm dich über uns, Sohn Gottes. Komm neu in unsere Herzen, auch in unsere eigenen. Nimm dem Feind die Sprache, mach ihn wortlos. Wenn wir mit dir reden, bist du da. Ich danke dir, dass du durch die Reihen gehst. Ich danke dir, dass du jetzt jeden Menschen berührst in seiner Traurigkeit. Ich danke dir, dass du jetzt da bist. Ich danke dir, dass du deine Engel schickst und einen Kleidertausch machst, über besudelte Kleidung und weiße Kleider austeilst. Ich danke dir, dass du kommst und tröstest die Einsamen, die keinen Ausweg sind, die voller Angst sind. Jesus, komm, Heiliger Geist, komm. Vater der Barmherzigkeit, wirke du, dass wir vergeben können, wo wir nicht vergeben meinen zu können. Wirke es in uns. Mach uns frei von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und Herr, wir vergeben unseren Schuldigern, weil du uns vergibst. Und wir sagen unserer Seele, hör auf, Recht zu behalten. Ich gehöre jetzt meinem Herrn Jesus in alle Ewigkeit. Amen. Sie dürfen sich noch mal setzen. Ich weiß nicht, wie sehr es reicht, aber vielleicht reicht es. Ich habe jedem ein Päckchen Streichhölzer mitgebracht. Ich habe übrigens, außer meinem lieben Mann, der heute Morgen auch wieder so für mich betet und ein wirklicher Ermutiger ist, ich habe eine wundervolle Freundin, die mich überall hinkurft. Auch mal beim Vortrag kennengelernt, fragt sie, ob sie ab und zu mit mir fahren darf. Inzwischen verwaltet sie die Afrika- und Rumänienarbeit in Kamerun und Nigeria, wo wir überall rumkurven, oder in Deutschland. Und ich danke Gott von Herzen für sie. Sie hat auch viele dieser Dinger da beklebt, damit sie was zum mit nach Hause nehmen haben. Hier am Kreuz steht ein Körbchen, da sind Streichhölzer drin. Und ich denke, wenn nachher der Gottesdienst zu Ende ist oder auch während der Lieder, die noch gespielt werden, nehmen Sie sich doch so ein Schächtelchen für zu Hause und zünden Sie einfach eine
ein. Hopp, ja. Es sind genug drin. Die gehen manchmal schnell aus in unserem Leben. Aber zünden Sie eins an und sagen, Herr Jesus, ich zünde neu dieses Licht an, denn bei dir, du bist ein Gott aller Hoffnung und ein Gott allen Trostes. Und so sicher, wie Sie diese Flamme da sehen, so sicher ist er da. Nehmen Sie zu Hause diese Kerze vielleicht auch immer wieder. Ehepaaren, sage ich, Sie brauchen eine Friedenskerze. Und die stellt man einfach auf den Tisch, wenn man sagt, bei mir wäre es wieder gut. Dann kann der andere sagen, bei mir noch nicht. Und dann kann man sie auch wieder wegnehmen. Und irgendwann stellt sie der andere vielleicht auch hin. Vielleicht machen sie auch ein Friedensangebot, ein kleines Plakat, so ein Fähnchen mit dem Papier. Ich könnte mir wieder vorstellen, gut zu sein mit dir. Man muss ja nicht immer sagen, dass man Schuld hatte. Schwer, gell? Bei mir wäre es wieder gut. Und dann stellen sie das so neben den Kochtopf, sodass der andere wenigstens weiß, da wäre es wieder gut. Man könnte ja mal wieder anfangen. Also haben Sie Mut dazu. Da ist so ein Streichholzschätzchen. An Gott soll sie erinnern, an Hoffnung und an Vergebung. Ich sage danke fürs Zuhören. Es war eine Freude, Sie anzuschauen. Und ich habe einfach beim Anschauen gedacht, Gott, wie wunderbar hast du jeden gemacht. Bitte sagen Sie wieder neu Ja dazu. Frauen müssen das immer wieder üben. Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Und wenn Sie verheiratet sind oder unverheiratet, denken Sie daran, Sie sind eine Königin. Auch wenn man Sie als Esel bezeichnet, behalten Sie Ihre Krone. Und wenn Sie verheiratet sind, denken Sie als Mann und König daran, Sie haben eine Königin an Ihrer Seite. Behandeln Sie sich so. Gottes Segen. Ich habe jetzt noch zwei Bücher, wenn Sie Freude haben. Mit 40 fängt Frau an zu leben. Ein Mann hat vor einiger Zeit das Buch gelesen und dann hat er gesagt, ich wusste nicht, dass alle Frauen so sind. Also vielleicht ist das eine Erkenntnis wert. Dieses Buch wird von vielen Frauen als Tagebuch verwendet, wo sie an der Seite sich Notizen machen, sagen, ja, mir geht's auch so oder daran will ich arbeiten. Vielleicht bringt das etwas neuen Schwung in ihr Frausein und vielleicht kapieren sie als Mann, dass ihre Frau normal ist. Okay. Gottes Segen, es gibt noch vieles andere, also kaufen Sie noch ein bisschen ein. Meine Freundin will immer, dass was verkauft wird, sonst fühlt sie sich war umsonst dabei. Es gibt hier noch ein Büchlein für die Zeit, jetzt für die Osterzeit, wo das Leiden Jesu ist, bezogen auf unser Leben. Und es kostet nicht sehr viel, ich weiß gar nicht, was kostet es denn? 3,95 €. Schauen Sie sich das an. Man kann es auch beim Abendmahl mal zu Hause miteinander nehmen. Jetzt scheine ich wirklich fertig zu sein und Sie vielleicht auch. Aber ich höre jetzt wirklich auf. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen. Amen.